Ich stehe jetzt hier mitten in Berlin vor der Deutschen Oper Berlin. Auch hier ist es wieder losgegangen und zwar ganz in echt, nicht nur digital. Hier gibt es wieder richtige Opernerlebnisse, bei denen man dabei sein kann. Was viele jetzt natürlich interessiert, wie sieht hier der Saisonstart aus? Was sind die nächsten Premieren, die großen, die kleinen? Wie werden sie stattfinden? Wo werden sie stattfinden? Worum geht es da? Über all das spreche ich jetzt mit Dietmar Schwarz, dem Intendanten der Deutschen Oper, und mit Dorothea Hartmann, der Leiterin der Tischlerei. Und zwar dort, wo es dann auch wirklich losgeht, nämlich auf dem Parkdeck der Deutschen Oper. Das geht da lang. Genau, da gehen wir jetzt mal kurz hin. So, jetzt stehe ich wirklich hier shabby chic auf dem Parkdeck der Deutschen Oper Berlin mit Dietmar Schwarz, dem Intendanten. Freue mich sehr, Dorothea Hartmann, Leiterin der Tischlerei. Und ich muss sagen, ich bin richtig so ein bisschen aufgeregt, weil ich noch gar nicht wieder gewöhnt bin, dass man jetzt Spielpläne, Opernprogramme durchforsten kann auf der Suche nach einer Premiere, die man sehen möchte. Also ich bin es noch überhaupt nicht gewöhnt. Insofern freue ich mich, denn genau darüber reden wir, über die neue Spielzeit, über den Saisonstart, der auch hier stattfinden wird mit einem unkonventionellen Stück, glaube ich, kann man sagen. Was ist das, Herr Schwarz? Also Dankeschön, Fanny Tank, für Ihr Interesse an der Oper. Und diese Aufregung, die ist, glaube ich, bei uns auch immer noch da, weil es war jetzt doch schon fast ein Vierteljahr, dass wir den Normalbetrieb nicht mehr hatten. Und deshalb haben wir uns auch dazu entschlossen, die nächste Spielzeit nicht so zementiert mit einem großen Jahresprogramm, mit Tag für Tag die Vorstellungen dem Publikum anzukündigen, sondern haben gesagt, wir warten mal ab und machen das nach und nach, die Ankündigung der Programme, die wir so vorhaben, weil wir wissen ja auch noch nicht genau nach der Sommerpause, wie viele Plätze wir belegen dürfen. Momentan, das sehen Sie hier ja, könnten wir eigentlich 600 Leute platzieren, aber wir dürfen nur 150. Wer weiß, wie das dann im August ist, wenn wir mit dem Stück, das Sie gerade erwähnt haben, Krieg von Mark Antony Turnage, dann loslegen. Das ist so eine ganz spannende, ja, Beatnik 70er Jahre London East End Story auf Cockney Englisch mit einer Musik, die zwischen Schostakowitsch und Rap hin und her pendelt. Ende der 80er Jahre uraufgeführt in München. Dauert so anderthalb Stunden, ist auch wirklich eine tolle Oper für Einsteiger, die vielleicht da mal das erste Mal in die Oper kommen. Und das dann gleich unter der, in dieser, wie haben die das genannt, den Schick? Unser shabby-schicke Bühne und das passt total dahin. Ja. Ganz im Kontrast dazu habe ich gesehen, wird auch Wagner eine große Rolle spielen, und zwar in voller Breitseite, würde ich mal sagen. Nämlich in Form des Rings. Das wäre dann etwas für Menschen, die doch etwas mehr Sitzfleisch und auch vielleicht etwas mehr Stamina mitbringen in die Oper. Genau, das ist dann das andere große Projekt. Und dass in der Pandemie es uns möglich war, dieses 14 Stunden reine Musikwerk, dieses Mammutwerk, jetzt schon zu drei Viertel vorbereitet zu haben, da sind wir ganz stolz drauf. Und es war auch so die Situation immer, wo eben gefragt wurde, was kann man pandemiebedingt machen? Ja, man kann kleine Konzerte machen. Ja, aber das hat eigentlich nichts mit der Deutschen Oper zu tun. Und deshalb waren wir so froh, dass wir so ein Hygienekonzept mit täglicher Testung hatten, dass wir dieses Mammutprojekt Ring vorbereiten konnten, damit wir das dann im November als Zyklus präsentieren können. Wir haben vorher noch eine Götterdämmerung Premiere, bevor dann der Zyklus, also alle vier Opern, dann dreimal in der kommenden Spielzeit komplett aufgeführt werden. Das wird dann der Schwerpunkt in der nächsten Spielzeit sein. Wird sich entladen. Dorothea, genau. Hartmann, auch die Tischlerei startet wieder auch mit Premieren. Und da geht es auch nicht ganz
so zu wie immer, sondern das klingt sehr mobil. Es gibt ganz verschiedene Spielorte. Was macht die Tischlerei so als nächstes? Ja, das ist ja das Prinzip der Tischlerei grundsätzlich, ne? Dass wir so quasi den Rand des Musiktheaters so abtasten, was ist möglich in Richtung Schauspiel, in Richtung Installation, vor allem auch mit vielen jungen KünstlerInnen, was interessiert die eigentlich am Musiktheater, was brennt denen unter den Nägeln, über was wollen sie mit Tönen, mit Klängen erzählen. Und da gibt es eine Produktion, die findet in der Tischlerei statt, die beginnt aber auf dem Götz-Friedrich-Platz draußen. Wir gehen durch die Kantine, wir gehen hier über diesen Innenhof, also shabby chic auch da, ne? Bis wir dann schließlich in der Tischlerei landen. Und das ist zum Beispiel eine Produktion, die für uns auch so eine Mammutaufgabe sein wird. Wir haben 6 Uraufführungen, also wir haben 6 wow, sehr renommierte Komponisten, Komponistinnen beauftragt, Stücke zu schreiben. Das heißt, an dem Abend kann man ganz unterschiedliche Musik auch hören. Es gibt ganz anderes, wie zum Beispiel noch ein anderes Beispiel, eine junge Regisseurin, die hat gesagt, ich möchte was zum Thema Zivilcourage machen. Kleine Szenen, ich stehe an der Bushaltestelle, irgendetwas geschieht, inwieweit greife ich da ein, helfe ich jemanden oder halte mich zurück, und das Gleiche dann aber auch groß gezoomt, Zivilcourage an den Rändern von Europa, inwieweit zeigen wir da Mitmenschlichkeit oder schauen weg, und diese Fragen, die sie kam damit an, mit so einem richtig brennenden Wissen wollen und auch starken Kraft, lasst uns dazu eine neue Oper machen. Das heißt, Tischlerei ist immer auch überraschend und ganz vielfältig und vor allem sehr jung. Also das, was die nächste und die übernächste Generation interessiert, was sehen könnte. Wir haben jetzt hier erstmal über das Draußen geredet. Langfristig geht es natürlich auch wieder nach drinnen. Ich habe noch mal nachgedacht, was ich eigentlich so vor allem vermisst habe an diesem Live-Erlebnis in der Oper. Und für mich ist es ganz klar auch das Foyer, also auch das Drumherum, die Sektgläser, die schönen Kleider, Leute zu sehen, die man kennt oder auch nicht. Einfach zu beobachten, Teil dieses Ganzen zu sein. Das wird ja auch wieder möglich sein, war jetzt auch schon in Ansätzen wieder möglich. Was passiert da auf der großen Bühne des Hauses? Also was ich das Spannendste finde, dass der große Betrieb wieder anfängt. Also diese Vielfältigkeit, die Dorothea gerade angesprochen hat in der Tischlerei, die wollen wir ja im großen Haus machen. Das ist ein riesen Apparat, der jeden Abend im Idealfall eine andere große Oper zeigt. Mit 2000 Menschen, die sich in den Foyers dann treffen können. Und das ist für uns heute immer noch nicht so richtig vorstellbar, dass das alles wieder funktioniert. Ja. Premieren sind natürlich das, worauf man sich neu vorbereitet, aber die Premieren, die sind dann künstlerische Ergebnisse, die dann in den großen Apparat reingehen sollen. Also man kann natürlich sagen, im Vergleich zu Festivals, wo man sich nur auf das eine Werk konzentriert, ist das vielleicht teilweise nicht so gut, dass man so viel unterschiedliche Sachen macht. Aber in so einer Stadt wie Berlin mit 3 Opernhäusern ist das natürlich ganz, ganz, ganz spannend. Aber ansonsten sollten wir uns vielleicht auch mal noch mal so ein paar Premieren, die wir vorhaben, um die dann in das große Repertoire zu integrieren. Und da ist dieses Haus auch sehr dafür bekannt für große Verdi-Opern. Und wir machen Vepre Siciliane. Das ist eine Story aus dem 13. Jahrhundert, als die Sizilianer sich gegen die Franzosen erheben. Der Verdi hat es für Paris geschrieben, Grand Opera auf Französisch, war damals sehr in der Mode. Meyerbeer war erfolgreich wie heute Musical, und Verdi wollte das auch sein, und dieses Werk werden wir zur Aufführung bringen. Dann viele reden ja immer von dem großen Premierenstau, eine Premiere, die wir kurz, also so quasi in den Endproben abbrechen mussten im März 2020, war Antichrist von Ruud Langgaar, eine Oper aus den 20er Jahren, die wir ja auch immer wieder untersuchen, die ganz selten aufgeführt wurde. Die Uraufführung war erst 1999, und das ist ein Nach-Wagner-Werk mit riesen musikalischen Themen auch, also Antichrist, es geht dann auch um eine Apokalypse, und vor allem suchen wir eben für dieses Haus auch Werke, die auch so eine eigene Form von Monumentalität haben, und es inszeniert Ersan Montag, der ja eigentlich aus dem Schauspiel kommt und bekannt ist für seine expressionistischen Bühnenbilder.
Ja, dann machen wir die Schatzgräber. 20er Jahre geht eigentlich gleich weiter. Ne? Also wir haben nächste Spielzeit sogar zwei Opern aus den 20er Jahren von Franz Schreker, der Schatzgräber. Das ist ein Stück, das in den 20er Jahren das beliebteste eigentlich war. 44 Mal wurde das neu inszeniert in Europa innerhalb kürzester Zeit. Dann nach der Ergreifung der Nationalsozialisten verboten, nach dem Krieg lange vergessen. Und jetzt gibt es zwei glühende Verfechter für dieses Stück. Das ist ein Dirigent Marc Albrecht und ein Regisseur Christoph Loy, die uns hier schon ein anderes großes Opern-Comeback, zu einem anderen großen Opern-Comeback verholfen haben, nämlich mit dem Wunder der Heliane. Wirklich eine große Wiederentdeckung hier, und der Schatzgräber wird hoffentlich ganz ähnlich eine große Wiederentdeckung eben der 20er Jahre werden. Das, was, worauf ich mich persönlich auch ganz besonders sehr freue, diese großen spätromantischen Farben, die in dem Haus perfekt sitzen. Herr Schwarz, ganz kurz, Sie haben gerade gesagt, die Deutsche Oper ist auch bekannt für oder versucht, monumentale Statements, nenne ich es jetzt mal, zu setzen. Dazu gehört eigentlich ja auch der Bau selber der Deutschen Oper. Auch das, oder auch der, muss man sagen, war ein Statement in den 60er Jahren. Der hat nun zufällig gerade in diesem Jahr Jubiläum, 60-jähriges, der Fritz-Bornemann-Bau. Auch weil wir über das große Foyer geredet haben, das war ja auch eine Zeit, in der was Neues versucht werden sollte. Es sollte so eine Art demokratisches Opernerlebnis geschaffen werden. Jeder kann gut sehen, jeder kann sich sehen in diesem Foyer. Auch dieses Jubiläum wird ja gefeiert in Form einer Ausstellung zum Beispiel. Vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen. Das interessiert mich persönlich auch sehr. Sie haben das eigentlich schon so wunderbar formuliert, dass man da kaum mehr was dazu ergänzen muss. Vielleicht nur deshalb das vielleicht zu dem Statement der Größe, dass die Charlottenburger Bürger bereits um die Jahrhundertwende ihr eigenes Opernhaus haben wollten, um dort Wagner zu spielen. Das war ja auch ganz modern eigentlich dann. Wagner war ja da gerade ein paar Jahre verstorben. Die wollten ja neben der Hofoper ihr eigenes Opernhaus und haben das auch erstmal aus Bürgergeldern finanziert. Und die Eröffnung 1912 an dieser Stelle hier war bereits ein basisdemokratisches Opernhaus im Sinne von einem griechischen Theater, wo man von jedem Platz aus gut sehen und gut hören konnte. Und es ist dann ja zerstört worden im Krieg. Und ich finde es immer nach wie vor noch wahnsinnig, dass in der Stadt Berlin, die zerstört war, man auf Ideen kam eines so wahnsinnigen Gebäudes wie dieser Fritz Bornemann, dessen 60. Geburtstag wir feiern mit einer eben großen Ausstellung mit der Künstlerin Ina Weber, die eine Installation auch machen wird. Und wir werden viele Gesprächsreihen haben mit bekannten Künstlern, die hier gearbeitet haben, aber auch bekannten Architekten und die eben gerade auch diese spezielle Architektur des Foyers, was wir jetzt hier schon ein paar Mal erwähnt haben, was ich immer wieder, wenn ich in anderen Opernhäusern auch bin, so gut finde, ja, weil man braucht ja auch ein bisschen Luft, ja, und ja, man möchte ja auch zeigen, was man sich neue Kleidern gekauft hat und mag nicht so eng irgendwie auf die Toilette oder auf den Sekt suchen. Und das ist schon toll. Und diese ganze Reihe an unterschiedlichen Veranstaltungen, die wir machen und planen, die sind eben zu Ehren des 60. Geburtstags dieses Hauses. Und es gibt auch eine Produktion, die alle diese Aspekte vereint. Eine Art Installation, ein Musikspiel, alles ist da drin, nämlich von Marina Abramović. Ich bin ja großer Fan seit Jahren. Als ich das gesehen habe, war ich, wow, toll, dass ich die sogar persönlich vielleicht mal sehen kann. Seven Deaths of Maria Callas. Was hat es damit auf sich? Also ich bin ja auch ganz großer Marina Abramović-Fan. Ich habe, als ich in Basel war, bei der Art Basel, ich sie auch kennenlernen konnte, da hat sie Death and Life of Marina Abramović über ihr Leben, ihr Sterben, schon, sie liebt ja das selber Sterben, inszeniert von Robert Wilson, erleben können. Und ich fand das so toll, dass wir hier dieses Callas-Projekt zusammen mit dem Münchner Staatsoper, dass wir das hier in Berlin zeigen können. Das wird, glaube ich, wirklich wahnsinnig spannend. 7 Tote, die Maria Callas auf der Bühne immer wieder gespielt hat. Und dann den Schluss,
Marina Abramović stirbt als Callas in Paris. Das ist einfach auch wirklich wahnsinnig. Es ist eine ganz besondere Art von, wie Sie es schon gesagt haben, Kunstwerk, das jetzt nicht eine Oper ist. Das darf man sich nicht so vorstellen, obwohl da gesungen wird, sondern es ist schon Marina Abramović Goes Opera. Ja, und dann bei dem Goes Opera, wir haben dann als letzte große Premiere, das muss ich dann schon auch hier noch erwähnen, dann nochmal einen riesen tollen Wagner, der hier lange Zeit nicht mehr im Repertoire war, die Meistersinger von Nürnberg inszeniert, das erste Mal hier wirklich eine Neuinszenierung von Jossi Wieler in der Ausstattung von Anna Fiebruck, die sehr viel auch mit Marthaler arbeitet, und am Pult ist Donald Rannickels, unser GMD. Das klingt voll, das klingt auf der ganzen Linie interessant, aufreibend, emotional. Man kann nur hoffen, dass dann auch wirklich keine vierte Welle mehr kommt, dass Sie all diese Produktionen und Premieren unter bestmöglichen Bedingungen abhalten und feiern können. Ich freue mich sehr. Ich nehme an, Sie da draußen alle auch. Und wir sehen uns, Dietmar Schwarz, Dorothea Hartmann in der Deutschen Oper Berlin.